damit grüße ich euch, Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich bin's Pato, finde mich jetzt schon im Stadion von FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena. Bin gerade in der Auswärtskabine, wo echt, muss ich sagen, geschichtsträchtige Trikots am Start sind. Ich glaube, hier hinten sieht man gerade Bayern 04 Leverkusen. Ich muss echt zugeben, Leute, ich bin ein bisschen nervös. Wie gesagt, erster Vlog, weiß nicht, wie das bei euch ankommen wird. Den ganzen Tag habe ich bereits schon aufgenommen. Heute zeige ich euch ein bisschen etwas vom Stadion. Heute haben wir eine richtig coole und interessante Stadionführung gehabt. Des Weiteren lernt ihr jetzt auch in den nächsten Tagen all die anderen E-Sportler kennen, die im E-Bundesliga-Kader von FC Red Bull Salzburg sind, angeführt von Andres Torres. Allererste E-Sportler in Österreich, geiler Typ auf jeden Fall. Mit dabei auch Benji Austria, den sollten einige kennen, mit einer der besten E-Sportler aus Österreich bzw. Spieler, finde ich. Des Weiteren ist noch Aydin am Start, sowie Sercan Gold oder Sercan Kara. Der ist ja letztes Jahr E-Bundesliga-Champion geworden. Also heute, muss ich sagen, ist es eher so ein informatives Video. Ich habe euch auf Instagram gesagt, stellt mir mal interessante Fragen, die ich mit dem Video ins Video einbauen kann. Eine darunter war zum Beispiel, wo kann man dich treffen? Checkt mich einfach auf Instagram aus, dass ihr das dann eh in meinen Stories. Leute, ich liebe diese Auswärtskabine, ne? Keine Ahnung warum. Aber sollte nicht alles geklappt haben oder gut gewesen sein, nimmt mir das bitte nicht übel. Ist mein erster Vlog. Ich gebe auf jeden Fall, ich verspreche es euch, mein Bestes. Sage ich noch ganz kurz, weil wie gesagt, es ist eigentlich schon sehr, sehr spät. Die Jungs trainieren, spielen unter anderem Weekend League. Aydin hat vorher mit mir ein paar Packs geöffnet. Könnt ihr auf Instagram oder habt ihr sicher auf Instagram gesehen. Und ja, Musik hört man schon. Also wir sind jetzt gerade in der Heimkabine. Das ist eigentlich die Kabine der Spieler. Werdet ihr aber dann auch noch sehen. Also hier, look at this. Das sind alle richtig brav am Trainieren oder eben ja kurz Pause machen oder Packs öffnen. Mehr dazu dann morgen. Leute, viel Spaß mit meinem Vlog. Gut, sonst gibt es schon Fragen oder nicht, oder? Ich bin hier mit dir in der Hoffnung, dass sich dein Packlack ein bisschen an mich klebt. Alter, zu krass, gell? Alter, immer ziehst du irgendwie. Immer Kantil, Mann. Kantil hast du letztes Jahr auch gezogen. Zweimal letztes Jahr. Zweimal? Echt? Ja, zweimal. Und gestern, heute in der Nacht habe ich ihn gezogen. Ich habe sie gesehen. Zu krass. Ich schaue so Story von dir, ich Kantil. Zu krass. Da befindet man sich jetzt im VIP- und Skybox-Eingang. Ihr könnt es da schon mal lesen, was für Firmen. So, wahrscheinlich sind hier die meisten Firmen da oben bekannt. Ich dürfte natürlich auch überall Fotos machen oder für Instagram. Oder YouTube? YouTube hast du nicht dabei. Leute, ich stelle euch ganz kurz das schlechteste Spiel aus Österreich vor. Das ist Benji Austria. Folgt ihr nicht? Das kann Tegel zu. Ja, zu krass. Ich habe nur 100 gemacht, aber wegen den 100 Grafiks. Da habe ich die ganzen SBCs gemacht. Ich habe ja schon 100 vorbereitet gehabt, eben für Salzburg, weil das werden wir, wir werden noch streamen und so weiter. Ja, da ist eben die Heimtribüne, die Nord mit der Trommel, mit dem Vorschreier und so weiter. Und auf der Seite, wo das Netz davor hängt, ist der Auswärtssektor. Genau, das war jetzt schon mal sehr viel Info, gibt schon mal Fragen für euch. So Leute, jetzt kommt gleich die Pressekonferenz. Ich habe meinen Profivertrag unterschrieben. Ihr wisst Bescheid, Kappa. Christoph, schöne Grüße an dich. Ich warte immer noch auf meinen Kühlschrank, gell? Danke. So, ich muss euch mal ein persönliches Erlebnis erzählen. Leute, das war zu krass. Und zwar, hier ist VIP. Und ich bin da, glaube ich, hier mit Momo gesessen. Das heißt, ganz nah beim Spielfeld dran. So richtig einzigartig. Und zwar beim Anpfiff. Ich durfte sofort so aufs Spielfeld. Also ich war so der einzige Mensch und Momo. Grüße gehen raus an Momo. Die einfach so nach dem Abpfiff von Euroleague oder vom Euroleague-Spiel gegen Trondheim einfach aufs Feld durfte und mit den Profis abklatschen. Der erste war Ramallo, der zu mir kam. Dann auch einfach so, da stand ich glaube ich hier so circa, hier am Feld. Und dann hat irgendjemand geschrien, Pato, lass Foto machen. Das war zu krass, also Grüße an den Brasco. Aber ich gewöhne mich schon langsam an. Ich gewöhne mich an eure Blicke. Das ist zu krass. Jetzt war es für mich auch mal.
Bobby! Du Schloss! Trainer, ich hoffe, Sie entschuldigen es, dass ich auf Ihrem Parkplatz stehe, ne? Tut mir leid. Leute, für das, dass es nur Gäste ist, sieht mega, mega gut aus. FC Basel, Ajax. Also für eine Gästekabine, mega Respekt. Also da sind auch noch die ganzen Trikots, meistens Euroleague oder Freundschaftsspiel. Aber jetzt bin ich gespannt, weil ich war noch nie in der Heimkabine. Muss ich zugeben? Ey, muss ich schon sagen. Heftig. Ja, das Gebäck. Wisst ihr, ich arbeite, ne, und man, ich arbeite hier. Salzstange ist auch erst bei den langen Stangen mit Mond, aber normal ist halt bezahlt. Ah, okay. Redest du schon über deine Mittagspause, ne? Nein. Ich bin beim Arbeiten, ne? Ey, Leute, ich arbeite hier streng, wirklich übelst, und der redet schon von seiner Mittagspause. Das ist mein E-Sport-Management, ne? Grüße gehen raus, Dominik. Wie sagst du nochmal zu Seletti? Salzletten. Leben ist vorbei, Leute. Salzletten. Sladi, reich mir mal deine Salzlette. Auf jeden Fall, wie ich das hier so mitbekommen habe, beziehungsweise vom letzten Jahr mitbekommen habe. Da, also hier dieses Podest hier, da werden die ganzen Bildschirme aufgebaut, die ganzen Konsolen, alles aufgebaut. Bin mir gespannt, ich glaube, ich werde von da auch sogar streamen. Ich glaube, sogar von hier irgendwo da wird was aufgebaut. Aber Leute, ich habe Hunger. Nach einer kurzen Pause sind die Jungs jetzt mal dabei, Equipment einzurichten, quasi so ihre Workstation für eben das Turnier. Ich glaube, heute spielen die Jungs noch Weekend League, ich spiele auch noch die Weekend League. Ich muss aber echt nochmal sagen, ich bin echt gespannt, wie der Vlog ankommen wird. Nochmal ist mein erster Vlog. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, er wird wahrscheinlich nicht der Beste vom Besten sein, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, beziehungsweise dann sehe ich so das Potenzial, was noch zu verbessern gilt. Letztendlich werde ich dann eh sehen, wie ihr das Video bewerten werdet. Also lasst doch gerne einen Daumen nach oben für mehr, meine Besten. Okay. I'm sorry, falls es hallen sollte. Am ersten Tag, als ich, das war glaube ich im Oktober, November, ich weiß es gar nicht, wurde ich eingeladen. Und zwar als ich das erste Mal in Salzburg war, ich denke Oktober, November dürfte das gewesen sein, so quasi als Kennenlernen, zum Kennenlernen. Was mich mega fasziniert hat, war, dass zum Beispiel in der Red Bull Arena, es gibt eine eigene Kids-Zone. Damit meine ich, dass man quasi seine Kids abgeben kann. Da gibt es ein eigenes Spieleparadies, da gibt es eigene Betreuer, die Eltern können ohne Probleme quasi das Spiel schauen und die Kids sind in sicheren Händen. Dann gibt es auch für Behinderte gibt es Angebote. Wirklich, das Programm ist in Österreich einzigartig, ne? Das hat mich echt überrascht bei der Stadionführung, und als ich das selbst auch live gesehen habe, dann gibt es auch so eine Art Tourbus, das ist so ein VW-Bus mit einer eigenen Playstation drinnen. Das heißt, irgendwann, Leute, irgendwann, wenn ihr im Stadion seid, werde ich auch hier sein. Und ihr spielt im VW-Bus gegen mich, okay? Irgendwann. Jetzt mal so eine Frage auf Instagram. Ich habe euch gebeten, dass ihr mir interessante Fragen stellt auf Instagram. Da kam jetzt eine interessante Frage rein von Daniel_Reckziegel. Spielst du für RB Salzburg E-Sportler? Also kurzum, er meinte, ob ich E-Sportler von FC Red Bull Salzburg bin. Nein, das bin ich nicht, Leute. Wie gesagt, dank euch ist eine andere Art Kooperation zustande gekommen, nämlich die des Content Creators. Ihr kennt das ja zum Beispiel bei VfB Stuttgart ist es Tizi Schuhweg, bei Hertha Berlin ist es Benji, also No Hand Gaming und so weiter und. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, eben Content zu produzieren rund um das Thema E-Bundesliga. Aber dadurch, dass ich jetzt so ziemlich am Anfang bin und das mein erster Vlog ist, kann ich euch noch viel mehr erzählen. Eben meine Erlebnisse davor, das habe ich immer nur so in Streams erzählt. Das heißt, das heutige Video könnte das eher so ein informatives Video sein, was ich mache, eben wie gesagt Content Creator für den FC Red Bull Salzburg. Zu diesem Thema werde ich aber nochmal, glaube ich, ein separates Video machen, weil das würde den ganzen Rahmen jetzt sprengen. Muss aber noch dazu meine Agentur anmerken, Bub Gaming hat das Ganze eingefädelt, eingetütet, hat den Kontakt hergestellt, den Erstkontakt zu Christoph Breu. So ist es dann eben zustande gekommen, dass ich dann nach Salzburg eingeladen wurde zum Kennenlernen. Ich glaube, da wird's laut. Hi. 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 Ach, das ist süß. Wenn ich so viel mir die ganze Zeit und die Leute gucken dich an, so keine Ahnung, ich fühle mich da noch immer richtig krass unsicher. Aber ich denke, die Sicherheit und so alles, das kommt rein. Also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und ja, wir machen weiter.
So, ich habe auch mitbekommen, dass die Jungs, dass die Workstation schon mal aufgebaut sind. Ich glaube, schauen Sie uns am besten an. So sieht das Ganze aus. Also eigentlich mega gechillt, so eine Spieleinsel kann man sagen. Jo, Benji, was geht? Ich habe gehört, du bist gut. Ja. Ne? Gerücht. So, das ist also die Workstation der Jungs und das ist so für Streaming und eben auch, ja, dort spiele ich halt meine Weekend League. Sollte ich die Weekend League spielen? Ich denke, ich werde sie spielen, weil ich muss den Jungs beweisen, dass ich auch 30-0 schaffe. Oh, wenn ein Büromensch Fußball spielt. Kannst du mir kurz... Achso. Kommt trotzdem ins Video. Kannst du mir kurz verraten, wie viel von den Jungs 30-0 erreicht haben? Erreicht haben? Mhm. Du hast 30-0 erreicht? Benji hat 30-0 erreicht? Sergio, weiß ich nicht. Sergio hat auch 30-0 erreicht. Ja. Wer noch? Einmal. Oh? Noch nicht? Nein, 29. 9, also aber auch stabil, also ja. Yay. Leute, wir holen den Sieg. Wir holen den Sieg auf jeden Fall. Oh mein Gott! Und jetzt kommen wir ja nicht wissen. Wir spielen morgen die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ja, den mach ich sicher. Hab ich auch. Hey, der hat mir am Anfang so gefallen. Ja, da war die Clip 16. Aber Leute, Hut ab. Das Team ist echt fleißig bei der Sache. Also Aydin legt nur eine kurze Pause an mit den Packs. Der Rest ist echt fleißig am Trainieren. Benji, Sergio zum Beispiel trainieren zusammen. Ich glaube, ihr spielt Footwork, ne? Ja. Footwork machen die gerade Finale. Ach, mega stark. Ich glaube 6-0, ne? Bist du gerade? 1-1. Ah ja, ne? Alter, er hat so viel Pech gehabt, ne? Er spielt die Weekend League. Auf einmal sein Bruder lockt sich an. Er bekommt Disconnect. Es ist so bitter. Aber ich muss echt sagen, er ist ein mega starker Spieler. Ich glaube, ich hätte nur wenig Chance gegen ihn, muss ich zugeben. Oh, ja. Aydin lockt mich mal wieder wegen den Packs. Natürlich, dass ich schon ein paar gute... Ah, Leute, Aydin hat Prime-Icon-Kreuz gezogen, ne? Ja? Genau. Chi nochmal an der Stelle. Ja, 4 Millionen. Ich öffne jetzt. Wer will sowas haben? Ich verlose euch das gerne. Come on. Ich drücke. Warte. Drücken wir mal. Please. Dann muss... Ja. Oh Gott! Come on. Bitte blau. Mann! Wer ist drinnen? Oh mein Gott, Spanien ist schon... Ramos. Oh, Piqué. Aber, Leute, wenigstens am Walkout. Also, ja, wäre schlimm gewesen, wenn da in dem Pack keines ist, aber hat man auch schon alles gesehen. Ich habe bald... ich habe bald... mehr FC Red Bull Salzburg Kleidung als meine eigene. Aber ich feiere das, weil von Nike muss man schon sagen, also ich weiß nicht, die Leute, die meine Streams verfolgen, die wissen, ich habe die schon, auch in weiß. Aber egal, doppelt halt besser. Hier auch noch eine geile Jogginghose, feiere ich mega. Unten mit dem engen Bund, perfekt. Rucksack ist am Start. Eine kurze Hose, zweite kurze Hose. Hier ist noch ein Poloshirt. Und noch ein Trainingsshirt, also danke auf jeden Fall an Mani und an Christoph. So, meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt. Andres Torres, Kapitän von den FC Red Bull Salzburg, ihr Bundesliga-Kader, ja, kann man so sagen. Er hat uns was zu sagen, glaube ich. Und danke für diese epische Einleitung. Epische Musik ist natürlich im Hintergrund eingeblendet. Jo Leute, also, wir wissen von unseren Qualitäten, wir sind alle sehr, sehr starke werden alle natürlich alles geben. Und Leute, wir werden bei der Meisterfeier mit dem Salzburg. Aber dafür muss jeder Einzelne von uns alles geben. Und einfach immer die Hintergrund bedenken, wir wollen den Titel. Ja Leute, also ich würde sagen, stabile Ansprache von unserem Captain Andres, checkt ihn unbedingt aus. Link ist von ihm sowie all den anderen Spielern bei mir natürlich ganz unten in der, ganz oben in der Videobeschreibung, genauso ist es. Twitter, eventuell auch Instagram. Checkt die Jungs unbedingt aus. Wir werden natürlich morgen, ist Tag 2, haben wir auch einiges zu tun. Ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall am Ball. Daumen nach oben nicht vergessen, oder Jungs, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren, schamponieren, dividieren. Und ja, Leute, schönen Abend noch. Ciao, ciao.